Moin und Waldmannsheil, herzlich willkommen zum Venari und Waldfein Podcast. Und wir haben vor einiger Zeit schon mal das Thema Jungjäger in Angriff genommen und haben aus unserer eigenen Erfahrung da geschöpft und berichtet, wie es war für uns Jungjäger zu sein. Jetzt haben wir uns aber noch Verstärkung geholt, denn das Thema Jungjäger, haben wir sehr schnell gemerkt, ist auch immer ein Thema, was bei vielen mit Stress verbunden ist, mit Leistungsdruck verbunden ist. Auch der spätere Jagdalltag hat immer wieder Stresssituationen und wer als nicht Claudia wäre besser dafür geeignet, uns bei dem Thema zu unterstützen und ja, mit ihren Erfahrungen als Psychologin in dem Gebiet Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen, Claudia. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich total. Danke für die nette Anmoderation. Sehr gerne. Bevor wir in das Thema einsteigen, musst du natürlich ein bisschen Rede und Antwort erstmal über dich selber stehen. Sprich, wir kennen dich schon gut, ich kenne dich schon gut, auch aus deinem Podcast, wo ich mal zu Gast war. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, einfach mal ein paar Sätzen. Stell dich einmal selber vor. Wo kommst du her? Wie bist du zur Jagd gekommen? Wo stehst du gerade im Leben? Ja, also genau, wir hatten es kurz. Claudia, 26 Jahre alt, wohnhaft im Süden. Ihr sitzt ja komplett im Norden. Also bin primär im Großraum München unterwegs oder in Oberfranken. Da auch einmal in Oberfranken ein schönes Jagdrevier, bei dem ich mitgehen darf. Und in Südbayern auch nochmal. Also jagdlich bin ich auf 2200 Hektar unterwegs und darf mich zum Glück voll aufsäben. Und genau, primär eben Psychologin, ehemals quasi von der Bundeswehr gekommen, da Psychologie studiert. Also ich sage immer so, das Schießen so ein bisschen anders gelernt, weil militärisch und jagdlich, der Andreas wird es wissen, unterscheidet sich dann doch nochmal ein bisschen, auch in Stresssituationen. Und da ja, irgendwann habe ich eben einfach für mich bemerkt, das hattet ihr schon Jungjäger angesprochen, einfach als ich angefangen habe zu jagen. Also ich komme aus keiner Jagdfamilie, also mittlerweile haben sie alle einen Jagdschein, aber vorher war ich da so recht Einzelkämpfer unterwegs und hatte einfach einmal selbst die Überwindung, überhaupt den Jagdschein zu machen. Wir haben es ja heutzutage immer mehr, diese Entfremdung von der Natur. Keiner will mehr wissen, wo sein Fleisch herkommt. Alle sind so ein bisschen verklärt und romantisiert. Und da war ich natürlich auch voll drin, einfach in der Bubble und hatte dann natürlich erstmal die Überwindung, den Schein zu machen. Dann auch immer mit dem Hintergedanken, kann ich das überhaupt? Und ja, da schon mal stressig ins Jagdleben gestartet sozusagen. Und ja, dann auch ja, so langsam eben zur Jagd gefunden, dann auch über den Schein, dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt den Schein, dann werde ich das auch nutzen wollen und nicht nur einfach hier rumsitzen und was auch immer. Und ja, dann eben beim Jagen bemerkt, okay, ein Tierleben zu nehmen ist doch nochmal eine andere Hausnummer, als eben auf eine Scheibe zu schießen. Und irgendwann dachte ich mir, ich bin ja blöd, ich habe ja Psychologie studiert, beziehungsweise damals war ich noch im Studium und habe das so ein bisschen kombiniert und auch mal nach links, rechts geschaut, weil einfach ja Jäger ja manchmal nicht die ehrlichsten sind und eher so, hier habe ich das dickste Schwein, da das und alles easy peasy. Und ich dachte immer, es kann doch nicht nur mir so gehen, dass ich da einfach emotional in der Sache drin hänge und so dann einfach Instagram-Account aufgemacht. Geguckt, okay, wie ist es, wenn ich jetzt mal drüber rede, auch mal Fehlschusserfahrung, wie geht es den Leuten wirklich? Und so ist das Ganze dann einfach gewachsen. Das ist mittlerweile, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Riesending. Also klar, also Instagram kennt man mich, diverse Jagdzeitschriften. Und ich merke halt immer mehr, die Jäger interessiert es auch mehr die Psychologie dahinter. Weil, also, ihr werdet mir bestimmt zustimmen, also koordinativ ist jetzt den Finger krumm machen nicht das Anstrengendste, sondern das meiste spielt sich da halt einfach im Kopf ab. So, und ich sage auch immer so gern, solange die anderen eigentlich nicht zurückschießen, brauchen wir uns eigentlich auch keinen Stress machen. Aber er ist halt Ja, da. weise Worte. Nein, Ein gutes ist Motto. wirklich so. Ich habe vorhin nochmal auf deine Seite geguckt und ich habe meine Frau auch nochmal geboten, die auch übrigens Jägerin ist, aber da kommen wir später dazu, nochmal bei dir rauf zu gucken. Und bevor du Jägerin warst und in der Ausbildung warst, hast du offensichtlich irgendwie mit Kindern zusammengearbeitet, in einem Kindergarten. So. Und du hast den Kindern wohl erzählt, woher die Chicken McNuggets kommen. Und das fanden die Eltern wohl nicht ganz so witzig und haben dich da zur Rede gestellt. Und ich war gerade oben und habe mir was anderes angezogen und hörte meine Frau nur rufen. Sie ist übrigens auch Erzieherin in einer Krippe.
Das kenne ich. Ich wusste sofort, was sie meinte, weil wir auch darüber schon öfters gesprochen haben. Also einmal die Akzeptanz der Jagd und ist das eine und dann der offene und ehrliche Umgang damit, wo kommt eigentlich unser Fleisch her? Das ist also sehr, sehr spannend und hat ganz, ganz viele, wie ich finde, psychologische Aspekte. Aber ich wollte es nur mal eben kurz mitteilen, dass meine Frau sich also da in deinen Darstellungen auf jeden Fall wiedergefunden hat. Ich glaube auch schon mal, mehrere. Bevor sie Jägerin war, Ja. in dem Bereich. Ne? Das ist ja leider ein gefährlicher Trend. Also, das heißt gefährlich, ein Trend. Ich würde sagen, Vorstellung geglückt und wie soll man sagen, du hast, glaube ich, die Sache wirklich rund gemacht und gleich alle meine Fragen, die ich sonst noch so hatte, gleich mit abgearbeitet. Also sehr perfekt on point. Kurze Danke Folge. Dir. Genau. Ja, denn eine Frage von mir. Du hast deinen Jagdschein gemacht. Da gibt es ja jetzt mehrere Möglichkeiten, das in eigener Vorbereitung und dann mit so einem Kurzzeitkurs, 2 bis 3 Wochen. Und dann gibt es auch von den entsprechenden Hegeringen oder von den Jägerschaften, die oftmals den Langzeitkurs halbes Jahr plus anbieten. Für was hast du dich entschieden und warum? Bei mir war es tatsächlich der Kurzzeitkurs. Einfach damals dienstlich nicht anders möglich. Also das war einfach ja. So, ich hätte nicht jetzt mich irgendwie jeden Abend oder jede Woche 2 Stunden irgendwo hinsetzen können, weil viel unterwegs in Deutschland. Und dann ist es eben der Crashkurs sozusagen gewesen. Eben mit Vorbereiten, Lern-App sonst noch irgendwie selbst gelesen, dann hingefahren. Ich glaube, 3 Wochen waren es, Kurs gemacht Ja. und dann eben mit dem Schein nach Hause. Und dann aber immer in dem vollen Bewusstsein, was ich auch immer allen rate, danach geht's Lernen halt erst los. Daher, dass ich auch vorher Genau. wenig mit der Jagd zu tun hatte. Ich hatte das Glück, schnell Anschluss zu finden und jag auch in dem Revier heute noch sehr glücklich. Aber hat halt nicht jeder. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass da ein ordentlicher Jagdprinz noch dabei sein sollte. Ja, das ist auch genau meine Erfahrung. Ja, finde ich schön, dass ja. du das direkt so im Anschluss gesagt hast, weil es genau sich mit unseren Erfahrungen genau, deckt. Ich habe ja auch aus beruflichen Gründen mich für für die kompakte Kursweise entschieden. Es ging für mich auch nicht anders. Es war einfacher, 3, 3,5 Wochen am Stück frei zu machen, als über ein halbes, dreiviertel Jahr da den Kurs zu besuchen. Habe aber auch selber schnell gemerkt, es ist im Grunde, ja, ich habe das damals immer mit Autofahren verglichen. So, du hast dann den Führerschein, du hast das Grundwerkzeug, du weißt jetzt, wie du das Auto voranbekommst, du kennst die Regeln, in denen du dich im Verkehr bewegen musst, aber bis du komplett ruckelfrei an der Ampel in jeder Bedingung anfahren kannst, bis du auch im größten Verkehrschaos den Überblick behältst, braucht es halt einfach Zeit und die kommt mit Erfahrung und mit den Leuten, mit denen du dich umgibst. Und ich hatte damals sehr großes Glück, guten Anschluss zu haben, wo ich dann eben auch sehr, sehr gut in die Lehre gegangen bin sozusagen und viel gelernt habe. Das ist wirklich so. Ich bin aber tatsächlich völlig naiv bei mir in den Jagdkurs gegangen. Ich komme auch aus einem Nichtjägerumfeld. Ich war der Erste sozusagen oder bin der Erste in meinem Familienstammbaum, der den Jagdschein gemacht hat. Einer meiner Großväter kommt aus der Landwirtschaft. Da hatte ich natürlich dann schon Berührungspunkte und wusste eben, dass die Milch aus der Kuh kommt und dass das Steak auch aus der Kuh kommt, aber in anderer Form und die Kuh dann nicht mehr weiterlebt. Das war mir alles durchaus bewusst. Aber bin völlig naiv in den Jagdkurs gegangen und habe dann irgendwann erst gemerkt, was für ein Pensum ich da absolvieren muss, um den Prüfungsstoff alleine zu schaffen. Ich rede jetzt noch nicht davon, von dem allumfänglichen Wissen, was man dann braucht, wenn man in die verschiedenen Jagdsparten, sage ich mal, noch reinguckt. Was weiß ich, Fallenjagd, ein Feldrevier, ein Waldrevier, die ganzen Skills, die du darum aufbauen musst, sondern ich rede jetzt wirklich nur von dem Prüfungswissen. Das hat mich dann erstmal so richtig auf den Boden der Tatsachen. Also die 3,5 Wochen habe ich wenig geschlafen und es gab kein Feiern, keine Freunde und keine Familie. Aber das war schon ein Riesenpensum. Und das wäre auch tatsächlich schon in die Richtung, würde meine erste Frage gehen, wenn wir schon beim Thema Ausbildung erstmal anfangen. Was würdest du Leuten raten, die zum Beispiel, weil das war damals Thema bei uns im Kurs, sehr überfordert sind mit dem Stoff? Und gar nicht jetzt, weil sie, ich sag jetzt mal, nicht gelernt haben zu lernen, sondern weil sie einfach von dieser Masse des neuen und unbekannten Wissens erstmal fast erschlagen werden. Ja, also gute Frage. Also, ich kann dich einmal nachvollziehen. Ich bin aber das Gegenteil. Ich bin so ein Superstreber. Und ich kam quasi in der Jagdschule an und wusste schon alles und alle waren genervt. Aber ja, also erstmal ist natürlich Bewusstsein schaffen, weil, wie du schon sagst, wenn man das vorher nicht weiß, dann kommst du hin und sagst, oh Gott,
Hier habe ich jetzt 8 Bücher vom Heinges, hier habe ich noch den Krebs, hier kommt der Typ noch mit einer Präsentation an, hier gehen wir jetzt noch ins Revier und das sind, jeder Baum ist ein anderer. Das vorher schon mal vielleicht bewusst machen, dass man nicht ganz so erschlagen wird. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Struktur, also auch von Lernpsychologie her. Das war bei uns im Studium ziemlich gemein. Das kam am Ende vom Bachelor, haben wir die Lernpsychologie gemacht, wie ich am schlausten lerne. Und da kann ich mir echt cool wirklich helfen. Also ich habe also das ist auch ein großer Kundenstamm von mir, diese ganzen Leute, die eben lernen nicht klarkommen, Prüfungsangst haben. Und ich empfehle dann immer einfach loszulegen mit einem Zeitplan machen. Also es gibt ja also zum Glück auch viele weitere motivierte Menschen, die vorher dann 6 Monate, 12 Monate vorher anfangen. Im Gegensatz zu denen, die dann 3 Tage vorher anfangen, geht in beiden Fällen. Habe ich halt weniger Pausen im zweiten Fall sozusagen. Und da mit einem Zeitplan loszulegen, einmal so einen Status quo zu machen, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin, was fehlt noch, wo sind die Schwerpunkte, so Richtung Sperrfächer gucken. Und da ist dann auch ganz interessant, so das einmal zu beobachten. Also da gebe ich dann meinen Leuten immer so ein Lernprotokoll an die Hand, also ein Tagesprotokoll, einfach zu beobachten, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Und das zu unterteilen in Phasen. Ist es eine Lernphase? Ist es eine Arbeitsphase? Ist es Freizeit? Und dann auch ganz wichtig zu gucken, wo habe ich Pausen? Weil viele vergessen einfach Pausen einzuarbeiten. Und Gehirn trainieren ist ein bisschen wie Muskelaufbau. Also am besten verfestigt sich das Ganze, wenn wir schlafen. Also ich empfehle dann immer so Stunde lernen, halbe Stunde Nickerchen machen oder was auch immer, dass das einfach gefestigt wird und dass ich mir das mit einplane. Aber ab dem Moment, wenn ich vergesse, Pausen oder Wiederholungen einzuplanen, fange ich an, dem Lernstoff hinterherzulaufen und komme eben in dieses Gefühl, ich werde nie fertig. Und das geht es schon mal im Vorhinein zu vermeiden, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt vor der Prüfung noch 5 Tage, da wiederhole ich nur. Und das dann einfach so peu à peu zu machen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, die Prüfung dauert niemals so lang, dass sie alles abfragen können. Und da dann einfach schauen, wie ich meine Schwerpunkte setze. Und auch ist ein bisschen wie mit der Hundeausbildung, mit Belohnungssystemen zu arbeiten. Also wenn ich was gut gelernt habe, mich auch zu belohnen. Weil meistens ist ja so, wir lernen nur das, was wir nicht können. So, wenn wir so Schulzeit denken, jeder hatte Mathe-Nachhilfe, keiner konnte Mathe, aber niemand hatte Deutsch-Nachhilfe. Und das kann man auch im Lernstoff machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe es leicht einzusteigen ins Lernen, nehme ich mir das schwere Fach als erstes und belohne mich dann mit dem leichten. Bin ich jemand, der es schwer hat, ins Lernen einzusteigen, dann fange ich sozusagen mit dem leichten Fach an und steigere mich dann von der Intensität. Da muss ich mich so ein bisschen selbst beobachten und schauen, okay, was hilft mir? Oder auch so Rituale einbauen, eine Tasse Tee trinken oder was auch immer. Weil wir Menschen machen das immer andersrum. Wir stehen auf und kochen uns Kaffee und belohnen uns erstmal fürs Nichtstun. Und dann fällt es ein bisschen schwer, überhaupt ins Arbeiten reinzukommen, weil ich meinen Kaffee schon hatte. Heißt, wenn ich sage, okay, ich stehe auf und trinke meinen Kaffee erst, nachdem ich eine halbe Stunde gelernt habe, dann kann ich meine eigene Motivation steigern, ganz unbewusst. Und das sind so kleine Tricks und Kniffe, die man so anwenden kann. Und dann im Größeren ist dann natürlich Lernplan schreiben, das Ganze ein bisschen einsortieren, schauen, okay, wo sind meine Lücken? Wo kann ich vielleicht Lücken lassen? Das Schöne ist ja, die schriftliche Prüfung kann ich ja wunderbar mit diversen Apps üben. Oder auch eher mit, keine Ahnung, gibt ja mittlerweile auch mehrere Online-Programme, wo ich das schön üben kann. Und bei der mündlichen, ich habe da so ein Skript, das nenne ich Skript, mit dem ich nicht durchfallen kann. Das ist so eine psychologische Gesprächsführung, wie ich immer quasi zurückkommen kann auf die Themen, die ich komme. Sowas kann ich dann natürlich auch machen. Und also das sind so meine Life-Hacks sozusagen fürs Lernen. Überschrift Disziplin. Was du gerade alles so angemerkt hast, kann man auch zusammenfassen unter Disziplin. Ohne Disziplin kein grünes Abitur, muss man einfach mal so sagen, ne? In der einen oder anderen Weise. Zweitens, zu, ne? Wenn du alles definieren willst, definierst du nichts, du musst portionieren, ganz einfach. Das finde ich auch eine super, super Vorschlag und eine super Anregung. Den ganzen Stoff auf einmal zu machen, das funktioniert einfach nicht. Dafür ist es einfach zu viel. Also schön portionieren und auch tatsächlich die Dinge nehmen, die mir dann schwerer fallen. Das nimmt mir natürlich auch Stress. Und der nächste Tipp, und das hast du ja gesagt, und da mal so meine Erfahrung, ich habe auch mit Apps tatsächlich die theoretische Prüfung vorbereitet. Und das ist tatsächlich Fleiß. Da musst du nicht talentiert sein. Wenn du diese App machst,
dann ist das ganz viel Fleiß. Ich habe die Dinger gemacht, ich sag mal, überall, wo ich ging und stand und saß, habe ich diese Apps gemacht. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen mit der Prüfungsordnung auseinandersetzt, du machst ja erst die theoretische Prüfung und die Note, die du dort erhältst, ist die Vornote. Und die zählt auch in die praktische Prüfung hinein. Also wenn du beispielsweise hier, wenn du bei Wildbiologie schon eine 1 hast, und kannst dann draußen unter Umständen vielleicht nicht ganz so performen, weil du nervös bist, kannst du aber deine Note immer noch ausgleichen. Also insofern, das klingt alles sehr einfach und sehr beruhigend, wenn die dusseligen Emotionen nicht wären. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, worüber wir gleich sprechen müssen. Ich habe ja gerade aus meiner Perspektive berichtet. Ich hatte aber auch die Perspektive von draußen. Und zwar, nachdem meine Frau Interesse bekommen hat, den Jagdschein zu machen. Und dann habe ich das von außen betrachten dürfen. Und ich sag mal, das war eine Zeit geprägt, sie hat den langen Schein gemacht auch, also über fast 7 Monate. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Blut, Schweiß und Tränen. Vor allen Dingen Tränen. Und ich glaube, wenn wir dich damals schon gekannt hätten oder du dich mit diesem Thema damals schon etwas prominenter gemacht hättest, hätten wir vermutlich auch auf dich zurückgegriffen. Also das war ganz viel Emotion, Selbstzweifel, Angst, Prüfungsangst und da sind wir irgendwie durch, aber ich glaube, wir wären auch dankbar gewesen, wenn wir jemanden gehabt hätten wie dich. Das ist auch das, was ich immer wieder zurückgemeldet bekomme. Also ich habe so oft Leute, die anrufen, also das sind dann auch wirklich Anwälte, Ärzte oder was auch immer, die da sagen, noch nie in meinem Leben habe ich so eine schwere Prüfung gemacht. Und die haben keine Ahnung, was für Abschlüsse und Uni sonst noch wie. Und das ist halt das, was immer wieder kommt, weil dieser Jagdschein, also wie du gerade so schön gesagt hast, Blut, Schweiß, Tränen, die Emotionalität, die drin hängt. So, ich sage immer, Jagen ist so ein bisschen das Ursprünglichste, was wir machen können. So, die Höhlenmalereien stellen Jäger dar und nicht irgendwie kochen oder so. Und die Indianer, ewige Jagdgründe und sonst noch was, das ist so ein Ritual, was ja ewig in der Menschheit sozusagen brodelt. Und wir können eigentlich nichts Natürlicheres machen. Und der Mensch, der ursprünglich aus der Natur kommt, da wieder zurück zur Natur, das ist einfach so eine, ja, wie so eine Verbindung eben auch auf dieser psychologischen Ebene. Und diese Emotionen, die da mitschwingen, eben dann auch in dem Ziel den Schein zu machen. Und diese Hürde wird ja riesig. Also ich kenne es noch von mir. Da steht man irgendwann und denkt so, okay, das schaffe ich nie. Das ist einfach zu viel. Ich bin zu aufgeregt oder was auch immer. Und da dann quasi einmal reinzukommen und dann zu besiegen. Und danach ist das ja für viele auch total surreal. Also dann hast du auf einmal den Schein und stehst da und denkst, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und jetzt so ein paar Jahre später schaut man sich einen Baum an und denkt sich, okay, keine Ahnung, was das jetzt ist. Und ja. Aber ich habe es mal gewusst. Ja, genau. Ja, und das, also, was ich eben gemacht habe, ich weiß nicht, wie viel Eigenwerbung ich machen darf. Also ich habe jetzt so einen Videokurs vor 2, 3 Monaten rausgebracht, wo es eben genau darum geht, weil ich für meinen Teil das dann nicht mehr abbacken konnte, weil das so viele Anfragen waren. Also ich merke da immer so einen Zyklus, wenn die großen Bundesländer anfangen zu prüfen, dann läuft mein Telefon heiß. Weil dann vor allem, also umso näher ich an die Prüfung komme, umso mehr wird ja die Aufregung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, wenn das weit weg ist, ist das ja, ja. Und dann so 2, 3 Wochen, dann meistens noch irgendwelche Schießtage und dann klappt es nicht. Und dann kommt der Druck noch dazu. Und deswegen habe ich das jetzt mal alles in den Videokurs gepackt, wo es ein paar Stunden eben nur darum geht, wie strukturiere ich mich, wie lerne ich, wie kommuniziere ich in der Prüfung. Und da sind eben auch so Sachen, wie du gerade sagst, okay, die Vornote, das wissen ja viele nicht. So, meistens sind ja in der schriftlichen Prüfung, oh Gott, das war alles furchtbar und ich bestehe nie und bla. Mhm. Und viele haben ja dann den Fokus auf die negativen Gedanken und dann komme ich wieder und sage, ja, ob du es schaffen wirst oder nicht, je nachdem, was du vorstellst, hast du halt recht. Ja. Ich glaube, das Zitat war jetzt sehr schlicht. Aber gut. Aber da bin ich an einem Punkt ganz bei dir zum Thema zu Prüfungsablauf, Vornote und solche Geschichten. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass der, ich nenne es jetzt mal Chefausbilder von der Jagdschule, der sich sozusagen um alles, auch um unser, wie soll man sagen, psychologisches und leibliches Wohl gekümmert hat, tatsächlich sehr, sehr gut zum einen vernetzt war mit der Prüfungskommission, mit dem Kreisjägermeister, aber auch wirklich das nicht zum ersten Mal machte, sondern sehr viele Jahre Erfahrung hat und zum Beispiel auch wusste, dass bei uns natürlich, ich glaube, das ist aber auch bei vielen Prüfungen in dem Sektor so, dass zum Beispiel das, was du schriftlich verkackt hast, sage ich jetzt mal, dann mündlich dich eigentlich nochmal einholt.
Und der hat uns wirklich, nach der schriftlichen Prüfung hat er uns alle zusammengeholt und wir haben in kleinen Arbeitsgruppen, hat jeder von uns sozusagen seine Fragen und Antworten nochmal aufschreiben müssen. Und wir haben dann so in der Gruppenarbeit, ich glaube, wir hatten drei verschiedene Prüfungsblätter, drei oder vier verschiedene Prüfungsblätter. Und wir haben uns dann eben pro Prüfungsblatt sozusagen zusammengesetzt, dass wir dann eben alles einmal Revue passieren konnten. Und dann hatte am Ende dieses Tages, hatte jeder für sich den Fragenkatalog mit, was habe ich richtig, was habe ich falsch, wo muss ich den Fokus setzen für meine mündliche Prüfung. Das hat da nochmal sehr, sehr geholfen, dass wir alle sehr selbstbewusst in die mündliche Prüfung gegangen sind, weil wir der festen Überzeugung waren, wir wissen jetzt, was uns in der mündlichen Prüfung für Themen erwarten. Und tatsächlich war es auch annähernd so. Natürlich hat man dann mal so das ein oder andere Fach, wo es einen dann sozusagen doch mal kalt erwischt. Aber wenn man in allen anderen dann wieder gut dasteht, dann macht das Gesamtbild die Sache rund. Und da muss ich sagen, Hut ab. Da hat er wirklich sehr gut mit uns gearbeitet. Und er hat auch tatsächlich verstanden, uns immer da abzuholen, wo wir gerade mit unseren Ängsten stehen. Aber ich weiß, das ist gerade heutzutage, wo auch die Jagdprüfungen oder die Jagdschulen, ich will jetzt nicht sagen, mehr industrialisiert werden, aber doch mehr, also es gibt einfach mehr Masse an Jagdscheinanwärtern, mehr Interessierten und damit wird das Ganze in dem Sinne auch professioneller und kommerzieller, muss man ja auch ganz einfach sagen. Und da geht viel so dieser persönlichen Betreuung tatsächlich oft unter, ist zumindest mein Eindruck. Exakt, und vor allem dann, wenn ich in die Crashkurse gehe, da ist einfach nicht die Zeit dafür, dass der Jagdlehrer noch pädagogisch irgendwie arbeitet. Es ist ja auch nicht sein Job. Das ist auch ja in Ordnung, aber da verliere ich halt im Ernstfall Menschen. Und für die Genau. meisten reicht's, aber eben halt nicht für alle. Ich habe damals, das habe ich eben aus dem Studium übernommen, ich habe ja Arbeitsrecht und Personalmanagement studiert und in diesem Zusammenhang haben wir oftmals, und das ist ja auch so ein Tipp, den Keno gerade so angesprochen hat, in Arbeitsgruppen gearbeitet. Man muss nicht immer alles alleine mit sich ausmachen. Vor allen Dingen nicht, was das Lernen angeht, aber auch die Belastung, weil alle sitzen im gleichen Boot und man kann auch miteinander mal besprechen, ey, mir geht es gerade nicht so gut und da habe ich meine Sorge. Das soll kein allgemeines Jammern werden, aber sich mal jemandem anzuvertrauen, kann auch schon helfen, den Druck so ein bisschen zu lösen und zu wissen, hey, ich bin damit nicht alleine, sondern ich habe hier meine Jagdkommilitonen. Tatsächlich habe ich damals so eine Technik angewendet aus dem Studium. Wir haben ja im Studium gerade, wenn es um Recht geht, um den BGB-Schein zum Beispiel, haben wir oftmals diese Repetorien oder Repetitorien gemacht. So, und dann hat einer ein Thema gehabt und hat halt so reihum dazu referiert. Und so haben wir das auch gemacht. Wir hatten unsere kleine Arbeitsgruppe und jeder hat sich mal ein Thema, das ihn besonders interessiert hat oder wo er teilweise auch besonders Schwierigkeiten hatte, dem angenommen und hat den anderen das nochmal in einer Extrastunde erklärt. Und das war, finde ich, oder das war für mich nochmal so eine kleine Offenbarung. Jawohl, wenn man das zusammen durchsteht, wenn man da seine kleine, ich nenne es mal ein bisschen Bundeswehr-like, Kampfgemeinschaft bildet, dann kommt man da auch zusammen besser durch. Wie siehst du Ja, das? das ist ja auch von dem, wie wir lernen. Also vielleicht mal kurz Abriss ins Gedächtnis. Viele wissen ja nicht, wie das funktioniert. Wir haben verschiedene Arten von Gedächtnis. Wir haben Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das ist so das Sensorische, heißt alles, was so an Reizen reinkommt. Das bleibt da auch nur so 2, 3 Sekunden, wenn überhaupt. Dann das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis. Das ist ein paar Minuten länger, aber noch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich behalte das jetzt Stunden. Und danach kommt schon das Langzeitgedächtnis. Und im Arbeitsgedächtnis entscheidet sich sozusagen, wird es gespeichert, kommt es ins Langzeitgedächtnis oder eben nicht, ist es wieder weg. Und dann, wenn ich es im Langzeitgedächtnis habe, ist es wie so ein Aktenschrank. Also ich habe einen Aktenschrank mit ganz vielen Sachen drin. Das Problem ist aber, der hat Schlüssel. Heißt, ich komme da nur ran, wenn ich den Schlüssel habe. Und der Schlüssel ist ein sogenannter Abrufhinweis. Heißt, ich kann zwar alles lernen und drin haben, aber wenn ich den Schlüssel nicht habe, komme ich nicht ran. Und das vergessen eben ganz viele, die kloppen sich das ins Hirn, haben es dann irgendwo und dann kommen wir in der Prüfung zu der Situation, es liegt mir auf der Zunge. Dann sagt der Prüfer, ah ja, verdammt, hätte ich gewusst. Und da kann ich natürlich einmal hinlernen, indem ich mir überlege, okay, wann merke ich mir was besser? Sind es dann Eselsbrücken? Dann, also mein Lieblings-Lifehack ist so ein Getränk, dass ich mir ein Lerngetränk raussuche, was ich wirklich nie trinke, außer beim Lernen und in der Prüfung, also irgendwie Almdudler oder so.
Dann kann ich nämlich über äußere Reize mir den Abrufhinweis holen und dann quasi in der Prüfung einen Schluck Almdudler nehmen und dann kommt es wieder. So, das so ist ein kleiner Lifehack am Rande. Deswegen wird man nicht bestehen, aber es hilft. Und jetzt habe ich den Faden verloren zur ursprünglichen Frage. Es ging um diese Gruppenarbeit. Wie Ah, genau. du empfindest du Gruppenarbeit auch als hilfreich, Genau, ne? und da haben wir es eben vom Lernen her. Also ich kann ja lernen, indem ich lese, indem ich höre und so weiter. Aber das Beste ist ja, ich lerne etwas, wenn ich es wem anders erkläre. Und da sind diese Gruppenarbeiten einfach Gold wert, weil ich einfach nicht nur lese und stupide wiedergebe, sondern da auch diese Transfer, ja, Verbindungen sozusagen aktiviere und eben auch Abrufhinweise aktiviere. Weil wenn ich dann anfange zu erklären, okay, hier ist die Brut- und Setzzeit von was auch immer oder da brummt das Dammwild, aber da das Rotwild und dann mir das sozusagen über die verschiedenen Sachen herleite, dann verknüpfe ich genau diese Abrufhinweise. Die anderen können davon profitieren, weil sie hören, aber eben am meisten profitiere ich selbst, wenn ich es jemandem erkläre. Sehr schön. Genau, das Verhalten beim Fegen vom Rehwild. Ne? Rehwild fegt ja so März, April. Ne? Da habe ich mir gemerkt, mach's ab. Das ging ganz gut. Und Abwerfen des Gehirns ist ja im Bereich Oktober, November. Und dann, es gibt ja so einen Film, einen Zeichentrickfilm, und sagte, war auch so ein kleiner Hirsch dabei und dem fiel das Geweih ab. Und er sagte dann, ach nö, das habe ich mir gemerkt, ne? Oktober, November, ach nö. Ja, auch so mit Eselsbrücken kann man sich da bestimmt ein Also bisschen Eselsbrücken behelfen. finde ich super. Also was ich liebe, ist ja von der Jägerschmiede das Entenvideo, wo er immer diese Anfangsbuchstaben sagt, Komurai, Wai, was auch immer. Ja. Das ist sowas ist da einfach Gold Ja. wert. Ja, war tatsächlich bei mir auch so. Das sind so Sachen, und das sind auch Sachen, die merke ich mir auch immer noch, während ich tatsächlich so ein paar Sachen wirklich lernen, in dem Sinne wirklich lernen musste und keine Brücke mir schaffen konnte, da merke ich auch die, wenn die nicht tagtäglich im Jagdalltag vorkommen, dann gehen die immer weiter achtern aus und ja, irgendwann sind sie ganz vergessen. Das ist in der Tat so. Wir haben ein bisschen Prüfung gesprochen, wir haben Stress besprochen. Ich würde da jetzt so ein bisschen den Haken dran machen, und natürlich darfst du auch Eigenwerbung machen. Das unterstütze ich sogar. Jeder, der jetzt sagt, das ist ein Thema für mich, und wir können hier in dem Podcast nicht so ins Detail gehen, dass jeder jetzt hier einen Podcast an die Hand bekommt, mit dem alle seine Probleme gelöst bekommt. Im Gegenteil, wir können es nur anreißen, und insofern darfst du natürlich gerne Eigenwerbung machen, und ich kann da auch nur jedem raten, der irgendwie merkt, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter, sich mit dir in Verbindung zu setzen oder mit jemand anders aus dem Sektor in Verbindung zu setzen, um einfach zu sagen, ich muss weiterkommen, aber ich komme alleine nicht weiter, also suche ich mir Hilfe. Und das ist tatsächlich auch im Grunde schon fast die Überleitung zum nächsten Punkt, weil das fällt mir auch immer noch auf, in vielen jagdlichen Kreisen. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast von uns gesagt. Ich habe das große Glück, einen guten, grundsoliden und ehrlichen Freundeskreis in der Jagd um mich herum zu haben. Sprich, du kannst sagen, du kannst über alles reden. Du kannst im Zweifel auch nicht über die Jagd reden, sondern über ein Problem, was du zu Hause hast und mit keinem anderen besprechen kannst. Das ist aber nicht die Selbstverständlichkeit. Das weiß ich zu schätzen, was ich da gefunden habe. Aber das Reden, auch Probleme ansprechen, Hilfe suchen, das ist in der Jagd, aber ich will das jetzt nicht nur auf die Jagd festmachen. Ich glaube, es ist eh so ein Ding, dass man so gewisse Kreise hat, wo es einfach miteinander mal offen reden, sag ich mal, ein bisschen schwerfällt, oder dann auch gerne der ein oder andere sagt, ach du Weichei, oder stell dich nicht so an, oder das haben wir schon immer so gemacht. Mir fällt jetzt tatsächlich noch so die Eingangsfrage zu dem Thema. Wir können ja ein bisschen allgemein einsteigen. Zum einen, sind das Beobachtungen oder sind das Themen, die dir auch immer wieder begegnen? So dieses, ich ecke halt an, weil es gibt Sachen, über die traue ich mich nicht zu reden, über die kann ich nicht reden. Und wie gehst du damit um, oder was würdest du raten, damit umzugehen? Also definitiv kenne ich das, also auch vorhin kurz bei meiner Einleitung, wie ich da zur Jagd gekommen bin. Das war ja so ein ganz großer Zwiespalt von mir, als ich dann, ich weiß nicht, ich habe mein erstes Reh erlegt und das Revier, in dem ich jag, das sind alle Ü60 und für die war das natürlich kein Ding.
Das war so, die haben in ihrem Leben keine Ahnung für Rehe erlegt. Und ich war da total am Zittern und Heulen und dachte mir, oh Gott, was habe ich getan? Und die waren so, ja, das wird schon, machst du irgendwann mal. Jetzt reg dich mal nicht so auf, so in etwa. Und das war das, wo ich mich immer allein gefühlt habe. Und dann einfach geguckt habe, weil ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gegend ist mit Drückjagden, aber bei uns sieht man teilweise schon üble Sachen und auch üble Zitate. Also letztes Jahr habe ich einmal gehört, da habe ich halt mal drauf gerotzt. Und das sowas, das geht mir absolut gegen den Strich, so von der Weitgerechtigkeit und ähnlichem her. Und Sagst du dann auch was? Traust du dich das, um was zu sagen? also mittlerweile ja, so. Ich habe generell, also das ist ja manchmal als junge Frau, egal wo man hinkommt, manchmal ein bisschen schwierig. Da habe ich mittlerweile auch echt eine große Klappe. Aber sonst ändert sich halt in meinen Augen auch nichts, wenn sich da irgendein Platzhirsch der Meinung ist, jetzt hier ein Revier zu markieren oder was auch immer und blöde Sprüche zu machen. Und ich spreche das jetzt mittlerweile auch direkt an und da fühlen sich die Leute auch ertappt. So, das ist dann meistens irgendwie eine Fassade, dass sie ja die coolsten oder was auch immer sein wollen. Und was ich aber auch immer sage, ist jetzt nicht nur in der Jägerschaft, also gibt natürlich auch andere Personengruppen, bei denen das so ist, sei ehrlich zu dir selbst, die anderen sind es nicht. Das ist halt immer wieder das, was kommt, weil irgendjemand erlegt irgendwas oder irgendjemand passiert irgendwas und dann wird das natürlich totgeschwiegen, weil niemand gern von seinem Fehlschuss erzählt, weil eben Tierleid und ähnliches mit drin hängt. Aber es ändert sich halt nichts oder ich ändere mich nicht, wenn ich nicht drüber rede. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, das eben anzusprechen und aber auch, dass quasi die Jägerschaft wohlwollend reagiert. Und ich für meinen Teil kann mittlerweile sagen, dass das funktioniert. Weil gerade vor allem in meiner Blase, in der ich unterwegs bin, viele darüber reden, über ihre Fehler reden und sich halt gegenseitig Mut machen und sagen, okay, mir ist das auch schon mal passiert. Oder ich habe das so und so gelöst und das ging, da bin ich noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und dann auch, also zu mir kommen ja auch viele Leute, die Fehlschusserfahrung haben und sich vorher noch nie jemandem anvertraut haben. Weil dann haben wir in der Jägerschaft auch immer wieder dieses Pächter-Begeher-Verhältnis. So, ich bin ja als Begeher doch irgendwo abhängig vom Pächter. Dem will ich natürlich gefallen. Jetzt habe ich einen Fehlschuss. Dann habe ich nicht, vielleicht habe ich Pech und mein Pächter sagt, was machst denn du jetzt schon wieder für einen Müll? Vielleicht habe ich Glück und habe einen verständnisvollen Pächter. Aber da ist immer dieses Abhängigkeitsverhältnis, was das Ganze dann auch wieder trüben kann. Weil wenn ich dann zu oft daneben schieße, verliere ich meinen Schein, kann mein Hobby nicht mehr ausüben, kann dann wiederum nicht mehr jagen gehen, kann mich nicht selbst verbessern. Und das ist so eine Krux, die da so über dem allen hängt. Und wir können halt nur anfangen, indem wir vor unsere eigenen Tür kehren und eben ehrlich sind, wenn was passiert, eben zu sagen, okay, es ist was passiert, ich hole einen Hund. Und das Schöne ist ja, wir haben ja eigentlich die Handlungskette vorgegeben. Ja, So, ich brauche richtig. ja irgendwo einen brauchbaren Hund, den ich mir holen kann. So. Und da wird auch niemand, ich meine, es gibt genügend Leute, die das ehrenamtlich oder beruflich machen, danach suchen Gespann und die reißen einem ja nicht den Kopf ab, wenn ich da jetzt auch nachts um drei anrufe. Und das Und ist. allein die Existenz dieser Nachsuchegespanne ist auch der Beweis dafür, dass Fehler passieren können. Und zwar nicht nur mir als junger Jäger, Jungjäger, sondern Generationen von Jägern vor mir, denen sind schon Fehler passiert. Und deswegen gibt es diese etablierten Nachsuchegespanne. Es soll nicht passieren, das wollen wir alle nicht. Aber es ist im Bereich der Fehlerbreite eben ein möglicher Fehler, der passieren kann. Ich Genau. finde auch, das hast du sehr, sehr schön gesagt, ein offener Diskurs darüber ist extrem wichtig. Denn auch ich kann von einem erfahrenen Jäger lernen, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Worauf kann ich achten? Was kann ich tun, damit mir das nächste Mal nicht nochmal passiert? Ich meine, es gibt ja Gründe. Ich bin nervös, das kann ein Grund sein. Meine Technik hat nicht funktioniert, das kann der andere Grund sein. Ich habe grundsätzlich vielleicht einen Schießfehler, den ich gar nicht genau kenne, den ich mir aber angewöhnt habe, weil ich beispielsweise ein inadäquat oder für mich inadäquates Kaliber verwende und, und. Es gibt ja mannigfaltige Gründe, die dann in einem Fehlschuss münden. Und die zusammen mit jemandem zu ergründen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und gibt mir ja dann auch für die Zukunft wesentlich mehr Sicherheit. Den Fehlschuss, den hole ich nicht mehr zurück. Aber ich kann etwas dafür tun, dass mir das in der Zukunft nicht nochmal oder nicht häufiger passiert.
Freimachen können wir uns alle davon. Und das ist halt das Wichtige. Was mir mal auch ganz wichtig ist, weil es gibt viele, die nehmen das im Vorhinein schon als Ausrede und sagen, ja, Fehler können halt passieren, dass ich A nicht so werde, sondern eben immer das so handle, dass ich zu 100% weiß, was ich da tue und den Finger eben nur krumm mache, wenn ich mir zu 100% sicher bin. Weil das Interessante, was ich immer wieder erlebe, die Menschen können mir im Nachhinein sagen, warum sie den Fehler hatten. Und dann ist das einfach nur ein Timing-Problem. Wenn ich im Nachhinein weiß, oh, ich hätte nicht schießen sollen, weil, dann wusste ich das im Vornherein ja schon. Und da ist einfach ganz wichtig, sich selbst zuzuhören und eben zu sagen, okay, wann schieße ich jetzt? Wann fühle ich mich sicher? Wann fühle ich mich eben nicht sicher? Und dann aber auch, egal nach welchem Ansatz, also ich bin ein sehr großer Freund von Ansatztagebüchern, hinzugehen und immer eine Reflexion zu machen und zu sagen, was lief heute gut, was lief nicht so gut, wo kann ich mich verbessern, dass ich da immer in dieses wirklich dieses lebenslange Lernen komme. Weil auch wenn ich den Jagdschein habe, hatten wir vorhin, bin ich danach noch nicht fertig. Und ich kann mich eben mit jedem Ansatz, mit jedem Schuss weiter verbessern. Was ich halt nie kontrollieren kann, ist die Natur. Das ist auch ganz wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Weil wenn das Stück einen Schritt macht, dann macht es einen Schritt. So, dann habe ich als Jäger Pech gehabt, auch wenn ich mir 100% sicher bin. Aber dem sich dann auch wieder bewusst zu sein, ist dann wieder das andere, weil sonst komme ich wieder, also ich sage immer, diese Paralyse durch Analyse, wenn ich eben dastehe und die ganze Zeit auf den besseren Moment warte. Und das muss ich eben so ein bisschen abwägen. Und das ist halt die ganze Krux dahinter. Deswegen eben auch sagt, jetzt es braucht die Psychologie bei der Jagd, weil sonst komme ich damit nicht klar. Das sind so viele Eindrücke und so viele mögliche Ausgänge. Und oftmals kann es gut gehen, aber ich finde, jedes eine Mal, was schief geht und ich einen Fehlschuss oder eben einen Krankschuss habe, ist halt das eine Mal zu viel. Und da müssen wir dann wiederum aufpassen. Dann haben wir es wieder mit den Jagdgegnern. Wir schießen ja alle daneben und Jagd ist so schlimm. Und deswegen ist da manchmal auch der offene Diskurs wieder schwierig. Aber wir können uns ja immer geschützte Räume schaffen. Und das ist eigentlich was, was wir uns bewusst machen sollten. Ich glaube, der Stichpunkt geschützte Räume ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich meinte mit, was ich sagte, ich habe einen sehr guten jagdlichen Freundeskreis, wo man sich wirklich über alles austauschen kann. Und das ist genau so ein geschützter Raum. Und das braucht natürlich Vertrauen zueinander. Die Folge dessen ist einfach tatsächlich aber auch umgekehrt. Es kommt in diesen Raum nur schwer jemand rein. Es gibt Leute, die sagen, hey, kann ich mal mit euch jagen gehen? So, passt gerade nicht, weil wir halt so eine verschworene Gemeinschaft sind, aber es ist halt auch der geschützte Raum, wo man eben drüber spricht und wo man eben auch keine Angst haben muss, weil auch eben jeder weiß, dass mal ein Fehler passieren kann. Das tut gut und dann kann man aus diesem Raum heraus ganz anders agieren und ganz anders damit umgehen und auch selber gestärkt aus einer Situation, die man, ich sage jetzt mal, verbockt hat, wo man einen Fehler gemacht hat, wieder gestärkt hervorgehen, weil man auch den Sparringspartner in der Fehleranalyse hatte, das rauszufinden, woran lag es denn eigentlich? Was, ich sage jetzt mal, wirklich einfach nur eine Verkettung von Situationen, die dann zum Fehler geführt haben, wo du einfach nicht gemerkt hast, hier passiert was und ich muss sozusagen die Bremse drehen oder treten oder war es ein Trainingsfehler, war es ein Ausrüstungsproblem etc. Und Training an der Stelle noch, ich komme ja auch eben aus dem sportlichen Schießen, aus dem Präzisionsschießen, das hilft natürlich ungemein und man erkennt auch viel, also wenn man viel schießt und viel trainiert, erkennt man auch als Jäger viel schneller, bin ich in einer Situation, wo alles glatt läuft oder bin ich in einer Situation, wo Fehlerpotenzial vorherrscht, sei es durch die Technik, sei es durch den Wind, was auch immer. Also Wind lassen, klammere ich jetzt mal aus, das betrifft eher den Weitenschuss, aber ja, bin ich in einer Situation, wo ich sage jetzt mal, ich nenne das immer Hitfaktor. Hitfaktor 100%. Im sportlichen Schießen reicht mir manchmal 80%. Wenn ich weiß, die anderen haben einen ganz schlechten Tag, reicht mir vielleicht auch 75% und ich kann trotzdem meinen Wettkampf erfolgreich schießen, obwohl ich von Anfang an weiß, ich werde keine 100% an den Tag legen. Das geht bei der Jagd nicht. Bei der Jagd geht es nur um 100% Hitfaktor. Ich schieße nur, wenn ich den Hitfaktor 100% sicherstellen kann. Aber das zu erkennen, bin ich in diesem Sektor 100% oder nur bei 99%, das ist halt einfach Erfahrung und Training. Und dann kann man auch wieder den Bogen zur Psychologie schließen. Du musst halt auch mit dir selber so im Reinen sein und so gestärkt sein. Dass du sowas für dich erkennen kannst und auch die Schlüsse dann daraus ziehen kannst für dich. Und da sehe ich dich, Claudia, an ganz wichtiger Stelle, den Leuten eben auch zu helfen, auf diesen Weg zu kommen und sich selbst auch so sicher in ihrem Tun und Handeln zu sein, das zu erkennen und auch zu vertreten, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber.
Aber genau darin besteht die Herausforderung. Du hast auf der einen Seite, da haben wir schon ganz am Anfang drüber gesprochen, so diesen archaischen Jagdtrieb, ne? Ich möchte jetzt Beute machen. So, und auf der anderen Seite musst du dich selber psychologisch vom Mindset auch wieder objektivieren und sagen, okay, jetzt den Jagdtrieb mal ein bisschen beiseite. Kann ich objektiv jetzt tatsächlich meinem Jagdtrieb frönen und ist die Erfolgschance hoch? Und ich glaube, diese tatsächlich Reflexionsfähigkeit in der Sekunde ist etwas, was viele nicht unbedingt können, nicht gelernt haben, keine Kenntnis davon haben, aber die wäre an der Stelle sehr, sehr wichtig. Von daher wäre so, und das vermisse ich manchmal, auch in den Jagdschulen und in der Jagdausbildung, so etwas wie Jagdethik. Ne? Viele würden mit den Augen rollen, aber solche Gedanken einfach mal anzusprechen. Ne? Und ihr habt gerade von geschützten Räumen gesprochen, das klingt auch alles sehr super. Und Kino, ich bin auch total froh, dass du solche Leute um dich herum hast. Viele Menschen haben das aber nicht. Die haben nicht diesen geschützten Raum. Claudia, was sagst du denen denn, wenn sie in ihrer eigenen Jägerschaft vielleicht nicht unbedingt Gehör finden? Hast du da einen Tipp? Also mein Tipp ist da auf jeden Fall, also daher, dass wir schön in den sozialen Medien vertreten sind, es ist eigentlich nie so leicht gewesen wie heute, irgendwo Anschluss zu finden und da einfach eben richtig zu gucken, mit wem kann ich mich vielleicht verbinden, wer tickt ähnlich und mir da auch mal einfach dann online die Leute anzuschauen und da vielleicht eine eigene Community einfach zu starten. Und dass da das Einfachste bei Jägerschaft, also da sind wir wieder manchmal so bei den Elitären, eben du kommst nicht rein in unseren Raum, erstmal musst du 10 Jahre deinen Jagdschein haben und 30 Füchse geschossen haben oder was auch immer. Und da finde ich tatsächlich den Weg übers Online ganz gut. Und da gibt es ja auch mittlerweile viele schöne Jungjägerangebote, wo auch wirklich dann ältere Jäger die Jungen mit an die Hand nehmen und etliche Veranstaltungen. Also da würde ich eher in diese Richtung tendieren, als jetzt auf Krampf zu versuchen, dann wem hinterherzulaufen, der vielleicht auch gar keine Lust auf mich hat. Ja. Ich finde da tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, bei uns gibt es in den Kreisjägerschaften oder in fast jeder Kreisjägerschaft auch immer einen Jungjägerstammtisch. Und das wirklich sehr, ich sage jetzt mal wirklich, gut kontrolliert, als dass es wirklich ausschließlich Jungjäger sind. Auch die Moderation des Stammtisches findet von einem älteren Jungjäger, sage ich jetzt mal, statt. Aber wo sich wirklich ausschließlich die Jungjäger treffen und in dem Sinne auch mal über ihre Probleme, ihre Ärgernisse. Ich bin jetzt erst, habe jetzt meinen ersten Begehungsschein, alles anders, als ich mir vorgestellt habe oder ähnliches, sich in Ruhe austauschen können. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich jetzt neben Social Media noch in den Raum werfen würde. Auch da gibt es zumindest regional auch wieder sehr, sehr gute Projekte von den Kreisjägerschaften, dass eben auch nochmal die Jungjäger unter sich ihren geschützten Raum finden können, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Also von mir gibt es auch sowas. Da muss man aber erst mit mir. Ja, also das ist für alle, die quasi, sei es vor der Prüfung, gibt es was extra. Dann Fehlschusserfahrungen haben wir alle nochmal was gemeinsam und da sind jetzt auch dann, wenn ich irgendwann auf den Beinen bin, Events wirklich dann auch geplant, dass da alle mal zusammenkommen und dass da einfach, weil gerade, wir haben es schon so oft angesprochen, dass einfach ein Problem ist mit dem geschützten Raum und einfach mal zu sagen, wie es mir geht und dass jemand zuhört und das sage ich auch manchmal so ein bisschen spaßeshalber, dass ich da einfach der Kummerkasten bin, aber es tut halt einfach gut, drüber zu reden. Und eben zu sehen, ich bin nicht allein. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es müssen nicht unbedingt Mitjäger sein oder Jäger sein, mit denen ich das Gespräch führe. Weil wenn du das jetzt mal auf die Metaebene anhebst, also so ein bisschen objektivierst und sagst, okay, der Fehlschuss ist jetzt der Fehlschuss, aber es ist ein Misserfolgserlebnis, was verschiedene Dimensionen betrifft. Auch darüber kann man mit seiner Familie sprechen oder auch mit guten Freunden, die nicht unbedingt Jäger sind und das aber auch so ansprechen. Ich hatte gerade echt, ich habe Scheiße gebaut. Ne, wie gehe ich da am besten mit um? Was mache ich jetzt? Und auch da kann man sicherlich Hilfe finden. Es muss nicht immer in dem jagdlichen Umfeld sein, weil auch viele andere Menschen sind in der Lage zu sagen, okay, ich nehme mich deinem Misserfolgserlebnis an und wir schauen mal, wie wir da so ein bisschen raushelfen können. Also auch das mag ein Tipp sein, wenn man so einen kleinen Blumenstrauß sich zusammenstellt, wie kann ich mit diesen Dingen umgehen? Ja, und das ist ja auch das Schöne, es gibt ja noch Menschen, die jetzt, sage ich mal, nie keine Vorurteile gegenüber Jägern dann haben. Und wir wählen uns in unseren Freundeskreis glücklicherweise selbst. Ja.
Das ist auch tatsächlich in dem Zusammenhang, hatte ich das auch gerade im Kopf. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Muss man vielleicht auch ein bisschen älter zu werden oder sich selber auch ein bisschen zu finden, aber für mich war auch irgendwann ganz, ganz klar der Fokus zu sagen, ich muss zum einen nicht mit jedem reden, ich muss mich nicht mit jedem abgeben, sondern gerade in dem Kontext Freizeit, Freundeskreis etc., da suche ich mir die Leute, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte, selber aus. Und dann muss man sich, so hart es klingt, manchmal von dem einen oder anderen Menschen im Leben trennen. Aber ich muss doch am Ende für mich selber einstehen und sagen, ich umgebe mich mit den Leuten, die mir gut tun, wo wir uns einander gut tun und wo wir uns auch einander auf einem Level bewegen können, wo man sich eben nicht verstellen muss. Und das braucht Zeit. Ich bin jetzt auch 43 fast. Das habe ich, hätte mir das jemand mit 13 erzählt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, selbst mit 23 hätte ich vielleicht noch Ja. gesagt, naja, aber bei dem habe ich den Vorteil, da kann er nicht vielleicht das und das, wenn ich mit dem unterwegs bin oder so. Braucht Zeit im Leben. Das ist jetzt so fast so ein väterlicher Rat, aber Ich wache auch langsam ja, auf, ja. kann ich einfach nur jedem nahelegen, Beziehungen, beziehungsweise dass der Gedanke, irgendwas gut haben zu wollen von einer Beziehung oder von einer Freundschaft, ist der falsche Ansatz im Sinne von, da kann ich vielleicht, wenn ich mit dem befreundet bin, darf ich da jagen oder dann darf ich dieses oder jenes, sondern sich einfach frei davon zu machen und sich mit den Leuten zu übergeben, mit denen man gemeinsam wachsen kann und mit denen man gemeinsam eine starke Gemeinschaft aufbauen kann. Ja, aber der frische Jäger ist ja leider in diesem Spannungsfeld, ne? Er möchte ja dann jetzt auch das, was er gelernt hat und seine Leistung, die er da im Zuge des Jagdscheins erbracht hat, jetzt auch irgendwie in die Praxis umsetzen. Das ist halt schwierig, einmal überhaupt Kontakte zu knüpfen, da irgendwo reinzukommen, und dann möchtest du dich ja auch, musst du dich ja auch, da seien wir mal ganz ehrlich, dann doch noch ein bisschen anpassen. Und ich glaube, es braucht tatsächlich etwas Erfahrung, es braucht Zeit, um im Laufe der Zeit wirklich ins Jagen zu kommen. Ne? Einfach sofort loszulegen ist in vielen Fällen nicht möglich. Und auch wenn ich versuche, ich selbst zu bleiben, authentisch zu bleiben, sieht die Realität leider häufig so aus, dass der Grad der Anpassung, den ich vornehmen muss, um da irgendwo akzeptiert zu werden, relativ hoch sein muss. Aber ich sage, ich gebe allen da draußen, gebe ich Mut, das wird weniger und eure Gestaltungsmöglichkeiten, eure Gestaltungsfreiheit wird Genau. größer. Es wächst sich viel raus. Wächst sich Genau. Und viel man muss ja auch raus. für sich selber auch erstmal ein bisschen austesten, was für ein Jäger will ich überhaupt sein. So, also das hat in der Schulklasse, im Kindergarten etc., überall im Berufsleben, wo man in eine neue Firma, ein neues Umfeld kommt, man muss ja auch erstmal so ein bisschen seinen Platz finden. Und mit jedem Neueinstieg in ein neues Umfeld hat man ja auch die Chance, nochmal auszutesten. Nicht nur wie passe ich da rein, sondern wie möchte ich auch da reinpassen? Wie bin ich? Habe ich noch mal so ein bisschen, ist bei mir im Innern schon eine andere Charakterstärke vielleicht gewachsen, die ich im alten Umfeld noch nicht ausleben konnte, die ich aber gerne ins neue Umfeld stärker mit einbringen möchte und so weiter. Also ich glaube, das ohnehin immer, wenn man auch dann als Jungjäger in die Jagdgemeinschaft eintritt, sowieso noch mal, so wie soll man sagen, auch dass der eigene Platzfindungsprozess und der eigene, was will ich für ein Jäger werden? Und dann geht es ja auch noch weiter. Mit welcher Jagdart bin ich überhaupt glücklich? Fühle ich mich wirklich, ich sage jetzt mal, bei der Baujagd am glücklichsten, bei der Gänsejagd am frühen Morgen auf meiner Gänseliege, oder bin ich derjenige, der Drückjagdprofi irgendwann ist? So das, ne? Oder bin ich der Allrounder, der überall Spaß hat? Da sind wir wieder schön an dem Punkt mit diesem sei ehrlich zu dir selbst, dass da wirklich viel dann in mir stattfinden muss, Genau. eben auch in diesem wie will ich sein, wer will ich sein, und aber eben auch ich bleibe Ja. ehrlich und sag, was los ist, und es ist ja wirklich in der Regel wird einem ja nicht der Kopf So abgerissen. ist es. Also außer ich habe jetzt so ein starkes Vergehen, dass ich aus Versehen wen erschieße, dann schon. Dann hast du ein Problem, definitiv. Ja. Aber wir haben jetzt von ganz vielen internen oder quasi jagdinternen Einflüssen der Jägerschaft gesprochen. Aber du bietest ja auch Menschen Hilfe an, die Probleme haben mit Nichtjägern, die da ihre Herausforderungen haben hinsichtlich angemessener Umgang mit Jagdgegnern oder mit Widerständen oder mit Abwertungen und so weiter. Was ist da so deine Erfahrung und wie können die Menschen damit besser umgehen? Also mein Lieblingssatz ist immer, wir können nur uns selbst ändern und nicht die anderen.
was so als Psychologe manchmal so ein bisschen paradox klingt. Aber ganz oft ist das ein Selbstwertproblem, wenn ich eben Probleme damit habe, Angst vor Verurteilung und eben solche Sachen, dass ich dann mich nicht traue, okay, ich traue mich gar nicht zur Jagd zu gehen, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich Jäger bin, dass das ganz oft einfach in diesen Menschen drinnen, weil sie es einfach nie anders gelernt haben oder vom Elternhaus mitgegeben haben. Und da ist es mehr so Selbstwertarbeit, einfach mal zu gucken, okay, da sind wir wieder beim, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Überzeugungen und auch ganz viel dieses Warum dahinter. Wir hatten es vorhin schon gesagt, dass das Jagd so ein emotionales Thema ist und umso emotionaler unser Warum, umso stärker bin ich sozusagen damit verbunden oder committed oder wie auch immer ich das nennen will. Und da einfach wirklich zu gucken, was sind meine Beweggründe und wie kann ich sie äußern, ohne dass ich mich jetzt dann verurteilt fühle. Also das ist dann eher so die Richtung, weil einen Jagdgegner, den werden wir in der Regel nicht ändern. Also ich bin da mittlerweile so und sage, okay, wenn sachlicher Diskurs möglich ist, dann mache ich den und wenn kein sachlicher Diskurs möglich ist, dann verschwende ich meine Zeit damit nicht. Aber an den Punkt muss ich auch erstmal kommen, dass ich mir das nicht zu nah ans Herz lasse. Und das kann ich aber nur, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann und wie ich das mache. Man kann einfach gewisse Diskussionen oder Themen kann man nicht für sich entscheiden, wenn einfach die Vorverurteilung schon so fest sitzt, dass einfach kein Gespräch und kein Austausch möglich ist. Das ist einfach so. Ja. Ich habe noch ein Thema, was ich zum Schluss noch ansprechen wollte, weil mir das auch immer wieder in meiner Community angetragen wird, wo Leute eben sagen, pass auf, was ist, also es betrifft jetzt sowohl Wettkampfschützen als auch den Jäger. Was mache ich, wenn Stress aufkommt? Wäre jetzt so, wir sind jetzt fast eine Stunde dabei, aber das Thema muss ich noch unterbringen. Das ist auch wichtig. Welchen Rat hast du für jemanden, der jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, unter massivem Jagdfieber leidet vor dem Schuss, der einfach, sage ich mal, den Bock schon gar nicht mehr ins Glas kriegt, weil der Puls so hoch geht? Oder dem Wettkampfschützen, der sagt, ich habe jetzt die entscheidende Stage vor mir, ich muss jetzt punkten, ich muss performen und da schon so gestresst in die Situation reingeht, dass er im Grunde schon zum Scheitern verurteilt ist, sage ich jetzt mal. Genau, da schaue ich erstmal, woher kommt der Stress? Und wie bewerte ich den Stress? Wir haben das ganz oft von klein auf gelernt, Aufregung ist böse, Stress ist böse und dementsprechend handeln wir auch. Ganz wichtig ist einfach zu verstehen, den Stress, den ich habe, der ist da, weil er mir Gutes will. Das kommt ja noch aus Steinzeit hier, Fight, Flight, Freeze. Dass einfach in dem Moment, in dem eine Gefahrensituation kommt und unser Körper bewertet dann, sei es eine Wettkampfsituation oder eine Jagdsituation, als Gefahrensituation, ist sie theoretisch auch, kann was schiefgehen. Und dann handeln wir sozusagen so, dass wir bestmöglich handeln können. Und deswegen fährt der Muskeltonus hoch, heißt, wir fangen an zu zittern. Der Atem wird schneller, weil wir mehr Blut durch unsere Venen pumpen. Der Herzschlag wird schneller. Und natürlich erschwert es dann das Schießen, ne? Wenn ich, keine Ahnung, den Bock drin habe, aber es flattert die ganze Zeit von links nach rechts. Dann kommt aber der Gedanke, oh Gott, ich bin jetzt aufgeregt. Weil dann fängt es an mit, jetzt geht's schief. Und dann kommen, manche Leute haben da wirklich Filme im Kopf ablaufen, die das Ganze dann einfach verschlechtern. Und deswegen ist in solchen Momenten dann einfach wichtig, eben zu gucken, vielleicht mich mal selbst zu beobachten, was machen meine Füße, was machen meine Arme. Wie klopft mein Herz? Was macht meine Atmung? Also das wirst du bestimmt auch kennen vom Long-Range-Schießen, dass da die wildesten Tipps für die Atmung gegeben werden. Und teilweise ist ja bis hin zu schieß zwischen deinen zwei Herzschlägen und keine Ahnung was. Weißt du, viel. Bei 180, da sage ich immer, da ist halt viel Blödsinn dabei. Einfach, weil ich muss mich wohlfühlen. Und wenn ich jetzt da anfange mit Box, was auch immer, gibt es ja wilde Atemtechniken und aus meinem Fluss komme, dann verstärke ich in der Regel einfach nur meine Symptomatiken, weil viele ja dann die Luft anhalten und manche vergessen dann auch, weil der Bock tritt auf, dann fangen die an, die Luft anzuhalten und haben dann 1 Minute 30 die Luft angehalten, ohne es überhaupt mitzubekommen. So, wir sind ja nicht beim Tauchen. Und da dann einfach zu gucken, okay, welche Symptome habe ich? Und wie bewerte ich die? Wenn ich nämlich anfange zu sagen, hey, mein Herz klopft schneller, damit ich besser schießen kann, ist da schon mal ein großer Stein gewonnen sozusagen, weil ich einfach weiß, okay, das tut mir gut und nicht im Gegenteil. Und dann kann ich eben
schauen, wie es gibt natürlich Möglichkeiten, sei es jetzt Entspannungsverfahren, da gibt es auch Tausende, oder auch einfach abwarten. So, als ganz leichter Tipp, weil unser Körper kann nicht permanent in einer Gefahrensituation bleiben, weil sonst, wir kennen es von kleinen Nagetieren, die immer einen Puls von 180 haben, die werden halt nur 3 bis 4 Jahre alt, weil sie halt permanent unter Strom stehen. Und irgendwann wird der Körper halt auch sagen, und ich, je nachdem, wenn ich jetzt einen Wettkampf habe, wo ich Stunden Zeit habe, kann ich das natürlich machen. Wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade den höchsten Jagddruck habe, kann ich das auch machen. Dann fährt der Puls von allein runter. Und wenn nicht, kann ich eben gucken, dass ich eben auf dem Schießstand übe. Auch ganz wichtig, wir machen auf dem Ansitz keine Experimente oder auch in der Prüfung, weil die meisten Leute fangen dann an, wild irgendwelche Sachen zu machen, obwohl sie es vorher noch nie geübt haben, da auf dem Schießstand zu schauen, okay, wie schaffe ich es, mich in den Griff zu bekommen? Und ich bin ein sehr großer Fan von Train as you fight, also auch einfach mal schwieriger zu üben, als dann zu treffen. Wenn ich eine Scheibe auf 300 Meter treffe, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich einen Bock auf 100 Meter treffe. Aber viele üben halt leider nicht. Und da dann einfach zu gucken, was taugt mir? Ist es eine Atemtechnik? Ist es irgendein Entspannungsverfahren? Ist es ein paar gute Gedanken, jetzt mal sehr salopp gesagt? Und das dann am Schießstand zu etablieren. Dann auch, also ich arbeite viele mit Ritualen. Einfach zu sagen, okay, ab dem Moment, wenn ich mir die Schuhe zubinde, habe ich meinen festen Plan, den ich verfolge. Weil auch wenn ich einen Plan habe, bekomme ich einfach Sicherheit. Und da ist auch ganz wichtig, der Plan, der hört nicht beim Schuss auf, sondern der geht noch darüber hinaus. Weil wenn ich dann sage, okay, Finger krumm, passt, dann verliere ich wieder die Sicherheit. Weil dann, wenn ein Fehlschuss passiert, dann weiß ich ja vorher, oh Gott, was mache ich denn danach und habe vorher wieder ein Stresslevel drin. Und dann einfach zu sagen, okay, ich takte mir das mal durch, wie das für mich am besten passt. Und da kann ich eben dann auch Sachen machen wie ein Entfernungsmesser mitnehmen. Weil wer ein Entfernungsmesser dabei hat, wird besser schießen, logischerweise, weil ich mich nicht verschätzen kann. Und da das einfach aufzuschreiben, okay, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Sicherheit, diese Handlungsabfolge gibt mir Sicherheit. Und dann komme ich eben auch irgendwann in diese automatischen Prozesse, dass das von alleine funktioniert und dann. Vor allem wichtig, wenn ich einen Nachschuss brauche, mir dann im Nachhinein denke, hä, wie habe ich jetzt überhaupt nachgeladen? So, weil ich dann eben schon so tief im Thema drin bin. Und das ist alles sozusagen so ein bisschen präventiv, dass ich dann das Jagdfieber wegbekomme. Also kann ich da präventiv was machen, aber dann auch quasi in dem Fall akut, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so einen Puls, dass ich gar nicht mehr weiß, wie runtergeht. Aber da muss ich natürlich ein bisschen länger üben. Von einmal, keine Ahnung, Alpha-Wellenmusik wird es jetzt nicht besser. Nein, aber das ist, ich kann dich da auch nur bestätigen und auch Keno hat es ja gerade schon angerissen. Du sagtest, train as you fight. Ich mach's mal auf Deutsch, üben übt. Und so ist es auch mit dem Schießen. Schießen kommt vom Schießen. Und ich beobachte oftmals Dinge. Du kannst ja mittlerweile, ist das Schießen vom Schießstock sehr, sehr populär. Viele Leute nehmen halt oder viele Jäger nehmen ihren Schießstock mit und schießen vom Schießstock. Aber glaubst du, dass ich häufig Jäger sehe, die das auf dem Schießstand mal üben? Da kommt keiner mit seinem Schießstock. So. Und dann soll das aber im Gelände funktionieren und am besten auch noch auf 100 Meter plus. So. Das ist oftmals schon mal, ja, Design to fail, sagt man. Also da ist der Fehler schon vorprogrammiert. Das nächste ist tatsächlich zu wenig üben. Ich glaube, wenn man eh schon ein wenig nervös ist, bei der Bundeswehr macht man das ja durch Drill. Man schafft ja da durch Handlungssicherheit, versucht man ja letztendlich auch Ruhe reinzubekommen in den Prozess. Und auch das halte ich für wichtig. Also nur einmal im Monat oder alle 2 Monate mal auf den Schießstand zu gehen und mal einen Schuss abzugeben, das hilft mir nicht. Gerade wenn ich nervös bin oder dazu neige, sollte ich diese technischen Abläufe tatsächlich üben. Und da hast du gerade auch angesprochen, nachladen. Ja, es ist nicht nur der Schuss, der entscheidend ist, sondern auch das direkte Nachladen. Das muss ich mir in meinen Muskel lernen, sozusagen antrainieren. Ich habe erst eine scharfe Patrone und dann eine Pufferpatrone, um dieses Nachladen zu üben, einfach um das im Ablauf zu haben. Und dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Und dann ist auch der Nachschuss nicht mehr etwas, was mir Probleme bereitet. Also mein Tipp, der praktische Tipp neben der ganzen psychologischen Auseinandersetzung ist tatsächlich üben, üben, üben. Und es kostet alles ganz viel Geld, aber das bisschen, sag ich mal, Kino, Schießkino-Munition muss drin sein, um meine Fähigkeiten so zu verbessern, dass ich mein Stresslevel etwas Genauso. abbaue. Es gibt Sicherheit. Das ist auf jeden Fall der Punkt, dass das die Basis ist.
Aber ich kann auch, also ich arbeite auch viel mit Mentaltechniken, also Mentaltraining. Ich kann das auch, wenn ich das einmal rausgefunden habe, wie und wie ist der perfekte Ablauf. Also wenn wir das Beispiel Mucken nehmen. Mucken ist ein klassisches psychologisches Problem, wo einfach im Bewegungsablauf ein Fehler drin reinprogrammiert ist, der da nicht sein darf. Und den kriege ich schwierig raus, wenn ich nur üben gehe. Weil das wird immer wieder kommen, wenn ich da nicht irgendwie schaffe, diese Reiz-Reaktions-Verknüpfung zu lösen. Und da kann ich dann wirklich eigentlich entspannt abends im Bett meine Mentalübungen machen, mir den Schuss vorstellen, mir die Schritte vorstellen und kann, ohne dass ich jetzt Munition kaufen muss, ohne dass ich auf Schießstand fahren muss, meine Schießfähigkeiten verbessern. So, da muss ich theoretisch nicht meine Pufferpatrone kaufen, wer jetzt sagt, du, ich bin so geizig, ich will dann nicht meine Pufferpatrone haben. Und da kann ich mich schon wirklich verbessern, aber es ist halt nicht populär, weil, ja, warum auch immer. Genau. Da haben wir schon tatsächlich das nächste Thema für einen Podcast, wäre tatsächlich mal mentales Training, Trockentraining und dann als drittes sozusagen das Training des scharfen Schusses. Aber gerade ist das sehe ich ja dann auch aus der sportlichen Sicht. Mentaltraining hilft unglaublich viel weiter, auch komplexe Szenarien besser, sage ich mal, in seinen Kopf in kurzer Zeit zu kriegen, weil darum geht es ja beim PRS. Manchmal kann ich erst 5 Minuten vorher den Ablauf, den ich schießen muss, den ich dann mir 5 Minuten einprägen kann und dann schießen muss. Und dann es gibt keinen Trainingslauf in dem Sinne. Das heißt, ich muss mental gelernt haben, zu trainieren oder mir einen Ablauf in kürzester Zeit einzuprägen. Also Mentaltraining ganz, ganz wichtig. Auch auf der Jagd sehr viele Vorteile, wenn man da sich einfach stärkt. Bin ich bei dir. Mucken ist genauso ein Thema. Das kriegt man mit Mentaltraining sehr, sehr gut in den Griff. Trockentraining dann definitiv auch. Und der Mythos, dass eine Jagdwaffe nach dreimal Trockenabschlagen gleich kaputt ist, da habe ich mit Helge, mit dem Büchsenmacher, schon lange drüber gesprochen. Es gibt natürlich so diesen einen speziellen Fall von handgefertigter Waffe, die das vielleicht nicht mag, aber jede Fabrikwaffe heutzutage verträgt ein Trockentraining. Das bringt unglaublich viel und dann spare ich in dem Sinne tatsächlich schon ganz viel Kosten und Geld, weil ich nicht auf den Schießstand muss und den scharfen Schuss trainieren muss, sondern dann kann ich sehr zielgerichtet den scharfen Schuss trainieren und bin dann sehr, sehr gut dabei. Also haben wir schon gleich das nächste Thema aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, als Jäger sitzen wir so viel rum, theoretisch auf der Kanzel oder sonst wo, da kann ich halt auch mal was Schlaues machen, als nur den ganzen Tag durch Insta zu scrollen. Weise Sehr Worte. guter Tipp, sehr guter Tipp. Wir haben so ein paar der Anfangsfragen einfach mal nicht gestellt, aber die sind halt auch immer spannend. Ne? Die würde ich dann irgendwann einfügen. Eine Frage ist, nachdem du deinen Jagdschein gemacht hast, was war so dein erstes großes Missgeschick, wo du gesagt hast, boah, da habe ich echt Mist gebaut? Also ich muss gestehen, ich habe, auch wenn alle mal sagen, das stimmt nicht, also ich hatte zwei Missgeschicke bis jetzt. Aber ich bin auch ein gutes Beispiel. Mein größtes Missgeschick war tatsächlich in Afrika. Also was heißt missgeschickt? Da habe ich überhetzten Schuss auf einen Oryx abgegeben. Also auch aus wilder Schussposition, durch Äste durch. Und da habe ich an dem Tag, ich habe 3 oder 4 laufen lassen und habe dann auch wirklich Feuer vom Outfitter bekommen, von den anderen Mitjägern. So von wegen, jetzt schieß endlich. Und da habe ich einen Schuss abgegeben, den hätte ich nie abgegeben. Also in Deutschland hätte ich den nicht abgegeben. Auf Ansitz hätte ich den schon dreimal nicht abgegeben. Und da hatte ich dann zwar Glück im Unglück. Also vom Zeichnen her hat es gepasst. Und ich weiß noch, der hatte sich dann auch gedreht. Und ich habe den Ausschuss gesehen und war von der Trefferplatzierung auch gut. Aber dann ist von den Hunden ein bisschen was schief gelaufen. Haben es nicht geschafft, den zu bestellen. Und er hat dann nochmal, ich glaube, 1,5 Kilometer gemacht, bis er verendet ist. Das natürlich kurz vor Sonnenuntergang. Und das war echt die Hölle. Also die Nacht, die ich da verbringen durfte, ich habe noch nie so ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch viel analysiert und geschaut, was ist schiefgelaufen. Also das war mit Abstand das schlimmste Missgeschick, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Also im Nachhinein weiß ich, ich hätte den Schuss nicht machen sollen, auch wenn alles gut gegangen ist. Und da habe ich viel mitgenommen. Und einmal habe ich ein Reh gefehlt. Das wäre ein Hegeabschuss geworden. Und das war auch so ein bisschen überhetzt. Das hatte einen Eiterabszess am Bein und ist ganz schlimm gehumpelt und kam über ein Stoppelfeld im letzten Büchsendicht, dass ich es eben nur noch auf dem Stoppelfeld habe sehen können. Und kurz vor der Wiese habe ich dann geschossen und einmal wirklich brutal unterschossen. Und das war auch in dem Moment, war ich auch so, hä, wie kann mir das passieren? Dann auch nachgeschaut. Was war los?
auch mit Nachsuchen alles. Wir haben das dann auch, ich glaube, es lebt heute noch. Also, es war erst letztes Jahr. Also, so, das waren so die prägsamsten Missgeschicke. Und ich muss auch sagen, also vor allem seit dem Oryx denke ich wirklich noch mal öfter nach, wenn ich dann was drin habe. Und vielleicht war das so ein kleiner Warnschuss, da mal hinzuschauen. Und ich bin auch mittlerweile sehr, sehr kritisch mit mir, was meine Beweggründe angeht, zu schießen. So ist es Ich dann. nenne das immer, ich nenne das immer Demutshinweis. Es gibt so Momente, die einem kurz nochmal etwas Demut lehren. Ja. Finde ich gut, dass du das so erzählst. Ja, ich habe also in Afrika habe ich dann auch selbst gemerkt, ich bin da wirklich in so ein nicht ein Jagdfieber, fast schon so Jagdrausch gekommen. So, man will nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen und sowas. Ja, Druck von außen so ein bisschen, ne? Das ist natürlich. Genau, und das habe ich mir geschworen, Und was war passiert. dein tollstes Erlebnis, wenn du jetzt mal das Gegenteil? Das tollste Erlebnis, der Muttertagsbock. Meine Mama hat jetzt auch endlich ihren Jagdschein. Da hatte ich den Blick von außen, was Prüfungsangst mit einem Menschen machen kann, der vorher noch keine Prüfungsangst hatte. Und da waren wir letztes Jahr eben an Muttertag ansitzen. Und ich weiß noch, sie hat Handy in der Handy-App Prüfungen gemacht. Und ich hatte die Tage vorher einen echt kapitalen Bock auf der Kamera. Der ist auf einmal erschienen. Und dann weiß ich noch, habe ich immer meinem Papa gesagt, komm, schieß den, der ist was für dich. Und dann ist der nie rausgegangen. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt reicht's, jetzt gehe ich selbst hin und habe sie mitgenommen. Und dann saßen wir da so super enge Kanzel. Und vorher war er leider schon auf der Kamera und dachte ich mir, ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Aber sie war so, bitte, bitte, bitte. Und dann weiß ich, hat sie die App gemacht, schaut hoch und dann stand der Bock da und ich habe irgendwo anders hingeschaut. Und dann hat sie in dem Moment einmal rechts rüber gehauen auf meine Jacke, aber so ordentlich. Und dann dachte ich mir, okay, das waren 30 Meter. Und dann stand da eben dieser Bock. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so in Zeitlupe bewegt. Und dann auf 30 Meter, ich glaube, ich habe auch noch schon zwölffache Vergrößerung geschossen. Also Format füllen. der lag dann auch schnell. Der ist dann einmal umgefallen, war eine ganz kurze Geschichte. Und einfach dieses Erlebnis mit meiner Mama, also das war echt toll. Und also über den Muttertagsbock, also über den erzählt sie jeden, ich glaube jeden, den wir Sehr gut. treffen. Du bist, glaube ich, schon der zweite oder dritte Gast, der sein schönstes Jagderlebnis mit irgendeinem seiner Liebsten geteilt hat. Also Kind, Sohn, Tochter und du jetzt mit deiner Mutter. Ich finde das toll. Ich auch, also ich gehe auch sehr gern mit mehreren Leuten oder zu zweit jagen. Das finde ich von der Gemeinschaft her definitiv schöner. Ich freue mich auch teilweise mehr, wenn andere was schießen, als wenn ich was schieße. Und hast du noch so irgendwie so ein Jagd-Lifehack in deiner Ausrüstung und du sagst, boah, das macht sonst keiner, aber oder ich habe mir da was einfallen lassen, um da irgendwie so ein Problem zu lösen. Jagd-Lifehack. So, also bei mir ist Wenn du es. keinen hast, ist das auch gut, aber. Ich denke, bei mir ist das echt das Mentale. So, ich habe meine wirklich wie Affirmationen, wenn ich eben vorm Schießen bin, eben zum Beispiel mal dieses ich treffe, ich treffe, ich treffe. Weil viele haben immer so kein Tierleid, aber da sind wir wieder beim Nicht-Nicht-Denken. Da verursache ich eigentlich Tierleid. Und da habe ich mir mal eben so ein paar Sätze zusammengeschrieben. Die sind auf Drückjagd dann auch wieder was anderes. Da bin ich dann eher so, ich treffe in Bewegung oder sowas. Oder und das ist sowas, was ich mir mitnehme. Und das gibt auch nochmal Ruhe vor dem Schuss. Aber so, dass ich jetzt Ja, sehr schön. irgendwas dabei habe. Ich bin nicht so der Freund von Seifenblasen und Ähnlichem, weil wir sind immer so, wir sind alle so naturverbunden und dann brauchen wir Seifenblasen, um den Wind zu spüren. Da bin ich immer so ein bisschen, sonst gehe ich immer so. Bin auch schon losgegangen ohne Messer und ähnlich. Also, bin froh, wenn ich meine Munition dabei habe. Was eine schlechte Vorbereitung ist tatsächlich. Also, das ist nicht der Sicherheit zuträglich. Ah, sehr gut. Aber tatsächlich sehe ich das auch so. Lifehack und wie soll man sagen, die Mentalität ist tatsächlich ein guter Lifehack, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass du musst einfach
die richtige Einstellung für den richtigen Tag und es muss alles im richtigen Moment zusammenpassen. Und das wird von vielen Leuten immer gerne, man versteckt sich so hinter der Technik. Und insofern finde ich, das ist eigentlich der ehrlichste Lifehack, den wir bisher gehört haben, ist wirklich sich selbst sozusagen in die richtige Stimmung zu bringen. Und wenn es eben sozusagen durch ja, mentale Sätze sind, die man sich sagt oder ähnliches, aber sich selbst sozusagen auf den perfekten Moment und auf den perfekten Treffersitz und Abschuss vorzubereiten, finde ich sehr gut. Ja, ich muss auch sagen, ich gehe heim, wenn ich merke, das wird heute nichts. Also wenn ich irgendwie so einen Gedanken habe, wie heute schieße ich eh nicht, dann gehe ich auch heim. Ja. Weil den kriege ich dann meistens nicht mehr raus. Und bevor ich dann doof rumsitze, kann ich auch andere Sachen machen. So, wir sind jetzt bei 1 Stunde 11 und ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weitermachen, aber Kino, magst du unser Schlusswort formulieren? Das Schlusswort fällt, glaube ich, relativ kurz aus, weil wir haben sehr gute Themen besprochen und mein Schlusswort in dem Sinne wäre tatsächlich zu sagen, bleibt euch selber treu, das ist das Allerwichtigste, findet euren Weg, ein guter Jäger zu werden und sprecht mit Leuten und sucht im Zweifel, wenn ihr ein Problem habt, wo ihr merkt, da komme ich selber gerade nicht weiter, sucht euch Hilfe. Freundeskreis, wenn ihr ihn habt, ich drücke jedem die Daumen, dass er irgendwann im Leben an den Punkt kommt, wo er der Freundeskreis so stark ist, dass man da seine Hilfe findet. Wenn man sie dort nicht findet, gibt es Profis wie zum Beispiel Claudia, die man eben dazu holen kann, um sich ja, seine Hilfe, seinen Rat, seinen Mentor zu suchen. Und das gilt für alles. Das gilt nicht nur für die Jagd, das gilt fürs Berufsleben, das gilt im Zweifel für die Beziehung. Das gilt sogar für den Hund. Wir hatten einen Hundetrainer hier im Training. Da merkt man auch ganz schnell, da spielt Psychologie auch eine wichtige Rolle. Das gilt überall im Leben. Sucht euch die richtigen Menschen, habt den Umgang mit den richtigen Menschen, bleibt euch selber treu und ja, reden hilft viel. In dem Sinne, vielen Dank an Andreas, vielen Dank an dich, Claudia, dass du heute unser Gast warst und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und ich freue mich, euch im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Weil man teil. Ja, tschüss.